Was habe ich getan? Habe ich hier irgendwie eine Weganbindung gekappt oder Nee, was? du hast die Transport, den Transport von Gold und der Nahrungstransport und Steintransport. Ne, Steintransport habe ich wieder Achso, okay. zurückgesetzt. So, aber ich baue hier mal ein paar Bergwerke jetzt, ne? Wir haben ja jetzt haufenweise Goldbergwerke abgerissen, da können wir ja jetzt haufenweise Kohlebergwerke nachrüsten. Bin ich der Meinung. So. Deswegen mache ich das jetzt auch. Ich möchte natürlich sehen, wie sich die Festung entwickelt. Wie viele Leute da jetzt reinstürmen, wie viele Goldmünzen hier jetzt reinkommen. Da kommt einer, da kommt der zweite und da kommt auch schon die Nachricht. Danke sehr. Militärgebäude besetzt. Ob wir dem hier zu dicht kommen? Ob Rot uns hier angreift? Das kann passieren, klick mal rauf, da sind da jetzt zwei drin, ja. Aber Goldmünzen sind auch schon, das passt schon. Das wäre natürlich blöd, Wenn nicht, wenn. lässt du das einnehmen und greifst ihn. Ja, Nee, aber dann. greift an. Aber mit Lowbops greift Oh, er oh, an. oh. Allerdings habe ich auch nur Lowbops drin. Da kommt ein nächster Lobob an. Klar, dass er angreift. Das war so klar. Ja, mach mal wieder mit der schwächsten Einheit das. Dass er mit der stärksten oder Ja, was? meine ich ja. Dass ich die Stärksten reinkommen. Das schaffen wir nicht. Aber dann lassen wir erstmal einnehmen, hast du gesagt, ne? Da ist das Naja, weiß ich Katapult aber weg. nicht. Ja, das ist eine Festung. Festung bauen oder nochmal bauen oder nicht bauen. Nicht bauen. Aber das Lagerhaus geht halt auch Schrott. Das ist die Kacke da dran. Was hast du für eine Nachricht bekommen? Okay. Nee, also das Zwei schaffen wir Sachen nicht. offenbar. Und was ist hier drinnen? Außer 97 Brotbretter. Ja gut, das ist dann nicht ganz so Was schlimm. machen die Und 97 100 Brot Bauern. aus? Das ist die Hälfte der Dings da. 100 Bauern, was? Ja, wieso sind da 97? Achso. Lager die mal schnell aus. Naja, gut, das bringt ihr nichts mehr. Vielleicht. Ja, einer steht zur Hilfe, noch einer steht zur Hilfe. Das könnte man vielleicht. Achso, da sind ja noch zwei drinne. Und da kommt noch einer. Und da kommt. Aber die gehen nicht zur Hilfe, ne? Nee, die kommen nur in die Festung rein. Muss halt Glück haben, dass der den jetzt zerstört. Nein. Könnte natürlich jetzt mit Generälen angehen. Mach mal mit der Einstellung auf hoch gleich. Hier da, ne? Ja. So, wir müssen hier definitiv was tun. Verdammte Scheiße. In der Hinsicht. Dass wir hier wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, ob er hier mit Lowbops angreift. Der hat ja jetzt drei Leute da in der Festung. Die Festung sollten wir halten. Beziehungsweise, wozu sollten wir diese Festung halten? Die Festung ist unsere. Punkt. Der hat hier jetzt drei Idioten drin, die nichts können. Punkt. Ach so, ja, so wie vorhin also. Genau. Und das heißt, die kriegen wir auf jeden Fall ohne Probleme wieder. Das ist unsere. Punkt. Hatte ich ja schon erwähnt. Punkt. So. Vergiss den Punkt dabei nicht. Genau. Wir werden schon wieder angegriffen. So, darf ich was sagen? Erzähl. Das letzte Goldbergwerk. Nein. Allerdings sind die Wege noch da mit dem Gold. Hä, wieso liefern die nicht weiter? Weil Mach anscheinend. mal neue Wege dahin. Da einfach, da wo das Gold ist, direkt einen neuen Weg ran. So. So. Genau. Genau. Ja, weil anscheinend der Transport noch so aussieht, dass Gold ziemlich weit unten liegt. So, Bretter. Wie sieht denn das mit Brettern aus? Hier. Ey, ich glaub's nicht. Ey. Typ. Das Das ist klappt. ja faszinierend. Hast du schon gestoppt da die Gold? Ja, Ja, achso. das habe ich jetzt. Gerade. So, Wahnsinn. 25.000-faches Tempo. Und wir haben hier wieder sechs Soldaten drin. Wir dürften demnächst auch Goldmünzen reinwandern dürfen. Ah, ein General. Sehr gut. Ja. Aber anscheinend, ja komm, es gibt halt Sachen, die sind wichtiger, ne? Und wir kennen das, wir wissen das zum einen aus unserer Geschichte und zum anderen wissen wir das auch aus diesem Spiel, dass Krieg immer wichtiger ist als alles andere. Da kommt noch einer, aber irgendwie kommt keine Goldmünzen.
Mist. Kacke. Gedöns. So. Mann, mach ich's mit Wachstuben, ja. Ja. Ich baue mich jetzt hier um. Hoffe, ich finde halt noch Stein. Setz doch mal so einen Spähturm dahin oder schick halt Späher in. Ja. Entdecker. Ach ne, Erkunder. Ich dachte, die machen den Entdecker. Ja. Das ist der Geruch der Entdecker. So. Wow. Wasserweg. Das ist noch mehr Probleme mit irgendwelchen Lieferungen bestimmt. Aber die Rohstoffe sollten schneller ankommen. Nur die Personen halt nicht. Die sind unheimlich verwirrt durch den Weg. Hä, komme ich hier nur rüber? Ich warte jetzt. Wenn Personen eingelagert werden können, dann müssten Personen auch überfahren werden können, wollte ich gerade sagen. Rübergefahren werden können. So, wenn hier jetzt auch so viele drin sind, sind ja gar nicht. Ach, da kommen aber jetzt noch welche, ne? Kann man rein theoretisch hier jetzt auch wieder Gold freigeben. Aber ist halt die Frage, inwiefern sich das lohnt. Ach so, hier Geld, Bergwerk war verbraucht. Ja, mit Kohle, das ist so ein bisschen. Ah ne, ist ja nicht das Problem. Wir haben ja 1000 neue Bergwerke gebaut. War das hier oben, wo ein Eisenbergwerk verbraucht war? Ein Eisenbergwerk? Wie bitte? Ein Ei. Was? So. Naja, dann ist eben Eisenbergwerk verbraucht. Achso, ja, das war das. Wir haben ein Kohlebergwerk, Kohlebergwerk. Nö, hier ist keins verbraucht. Wunderbar, wir gehen wieder auf das Ganze quasi und schalten eine Stufe höher. Wir sind 8 Soldaten und 9. Ja, ihr könnt jetzt auch Goldmünzen rein. Wieso sind hier keine. Ey. Ich hatte doch die Goldmünzen hier ausgelagert, ne? Wetten, die sind hier alle drin? Ne, da hatte ich sie auch ausgelagert. Wetten, die sind hier alle drin? Ey, ich glaub's nicht. Ihr spinnt doch. Wir müssen hier an die Front, müssen die. Ein bestimmtes Lagerhaus. Ja, da eigentlich auch nicht hin. Soll ich mal hier ein Lagerhaus bauen? Ne, ist zu dicht dran. Ah, das Lagerhaus. Warte doch, bis die Festung, bis du die einnehmen kannst. Du greifst die Festung einfach mit maximaler Schlagkraft an, dass da gleich 9 Leute drin sind, dann kann der Rote auch nichts mehr machen. Hey, ich denke, ich habe ein automatisches Speichern angelegt. Ja, aber das wäre jetzt so einfach, dir jetzt keine Nachricht mehr zu schicken. Ja, vor allen Dingen hat er den Autosave da auch nicht mehr drin. Eigentlich heißt dann, glaube ich, ein Spielstand Autosave. Oder so. Keine Ahnung, musst du mal die Nummer merken, die du als letztes speicherst? 44. 44, ja, dann müsstest du ja gucken nachher, ob du die 45 siehst. Wir haben die 42 eigentlich gar nicht gewürdigt. Weiter gewürdigt, beachtet, würde ich jetzt sagen. Würdest du jetzt würden? Würde ich jetzt sagen, genau. Würdigen. Würde ich jetzt, ne? Aber würde man das so tun, dann. Alter, diese Wortspiele, ne? Alles ist möglich. Möchtest du auch Milch? Jo. Jo. Ich habe heute. Muss ich ja zugeben, ich gucke ja auch andere Let's Player und ich habe heute zum ersten Mal in meinem Leben das. Den Livestream von Gronkh und Sarazar gesehen. Und da muss ich sagen, habe ich so ein bisschen Angst bekommen jetzt, wenn wir das Wort Milch verwenden. Weil, also an die Zuschauer, liebe Zuschauer, wir trinken hier wirklich Milch. So, was haben die gemacht? In diesem Livestream, die meisten wissen das, aber ich erzähle es trotzdem für dich. für dich, genau für dich, der du da jetzt vor deinem Computer sitzt und nicht weißt, was ich meine. In diesem Livestream wird so oft erwähnt, so, ja, eigentlich hätten wir ja Milch trinken und wir haben ja Milch gesponsert bekommen für das ganze Unternehmen und dann heißt okay. Dann hieß es heute nur so, ja, Milch in allen Sorten und von der ganzen Welt und so. Ja, also ich habe schon das Gefühl, das ist so ein Synonym für. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Let's Play-Geheimnisse ausplaudere, ich habe sowieso schon von Cheat verraten, aber ich sage einfach mal, das ist ein Synonym für Alkohol. Ich steuere jetzt nicht übrigens, ne? Achso. Das ist ganz lustig, ich habe das im letzten Video, in der letzten Aufnahme immer als Steuerpause eingestuft. Ich habe gesagt, so, ich mache jetzt mal eine Steuerpause und dann habe ich aufgehört, wow, zu steuern. Achso.
What? Alter, wir kommen das ist ja da. schon immer heftig. Ist ja Wahnsinn. Ja, ich habe ja die stärksten auch wieder reingeschickt, ne? Ja, So. dann mach mal jetzt, greif mal an jetzt. Ach Mann, ich möchte jetzt nicht jetzt schon wieder Ja, wir angreifen. haben mehr Gold als Rot, Mann. Ja, wir haben das Game gewonnen. Das Road hat keine Chance. So, ich greife jetzt an. Ja, dann kann ich ja Rot hier greift ja schon eigentlich. mit Schwächlingen an. Die haben bestimmt nur noch Rot da als Verteidigung, als So, Grundeinheit neun da. fassen rein. Ja, greif mit 9 an. Greife mit Da sind die 9 an, Schwächlinge weil nicht mehr drin. da war ja sowieso nur Generäle kommen. Wow. Nee, so wie es aussieht, kommt da auch einer an, der zweite gleich. Naja, ist egal. Aber ob der auch als zweites angreift, weißt du nicht. Hey, sie rennen mir entgegen. Kommt von da unten auch noch was entgegen? Nö. Ja, das war So. doch jetzt easy going. Ja, das. Da hat man immer gleich so Bock weiterzumachen, aber wenn man weitermacht, da hat man verloren. Das ist doch scheiße. ja. Das ist echt scheiße. Aber wir haben jetzt erst mal ein feindliches Gebäude Und eingenommen. wir haben jetzt so ein großes Gebiet und der Rote kann da jetzt gar nichts gegen machen. Da kannst du trotzdem ein paar Münzen einlagern lassen. Ja. Okay. Apropos einlagern lassen. Ja, finde ich Wollen wir gut. den mit Katapulten fertig machen? Ne, wir wollen ja seine Gebäude nutzen, um uns hier rumzuschleichen, ne? Ich würde trotzdem Katapulte nehmen, alleine schon um die Front zu Rot abzudecken. Hier so. Ja, da könntest du eigentlich auch vielleicht erst noch eine Festung hinsetzen, weil ich nicht weiß, ob das von der Range her reicht. Ja, aber wenn ich da eine Festung hinsetze, Dann musst du die verteidigen, ja. dann wird die direkt wieder eingenommen von. Nee, wenn du gleich 9 Starke reinschickst, dann nicht, ne? Dann muss ich die aber aus den anderen rausnehmen vorher, ne? Ja. Das musst du mir dann nachher koordinieren, fix. Ich hätte da wieder einen Bauernhof hinsetzen können, so wie Aber wenn du da. sagst, dass andere Let's Player Milch als Synonym für Alkohol nutzen sollten, dann denken die Leute jetzt auch, wir trinken wirklich Alkohol. Genau, Aber und nein, wir trinken ja wirklich Milch. deswegen habe ich das ja jetzt so erwähnt quasi. Leute, wir trinken wirklich Milch hier. Ob ihr das glaubt oder nicht, wir trinken wirklich Milch. Wie auf einmal beide Festungen, die ist erstmal voller Was Gold zur hier. Hölle? Ja, ist das schon. Ja, mach mal Landesmitte jetzt hoch. Dann kriegst du die noch abgegradet. Ja, vor Solange allen das noch Dingen Landesmitte sollte ist. ich dann den Ja, die runter. ist schon komplett voll. Ja, natürlich ist sie komplett voll. Sehr gut. Hast du Ja, noch? gut, dann musst du ja gar nicht. Ja, ist eigentlich egal. Machen wir mal Mitte. Mitte ist immer gut. Alter, wie das abgeht jetzt hier, Militärmacht. Oh. Darf ich gar nicht zeigen, wir haben ja jetzt wieder. Hä? Wir haben doch hier nicht einen verloren, oder was? Was ist denn da los? Ah ne, das sieht nur so aus. Wollte schon sagen. Ah, wollte schon sagen. So, ja toll, jetzt sind die Goldmünzen weg und dann kommen die Schwächlinge. Naja. Immerhin muss ich ja sagen, die Schmieden arbeiten immer noch nicht. Aber dadurch, dass die Schmieden nicht arbeiten haben, also mal davon Wir haben ja jetzt abgesehen. kein Gold mehr, ne? Guck mal in die Statistik. Also kein, doch, doch, wir haben noch ein Goldbergwerk, ne? Oder? Ja, und guck mal, was hier ist. Ach, Mann. Wir haben vor allen Dingen eins nicht mehr. Steine. Wir brauchen aber auch gar keine Steine mehr, weil wir ja eigentlich nur noch kämpfen. So, wir haben. Sind da noch Bergwerke auf der Insel, wo du jetzt bist? Nee, überhaupt nichts mehr. Doch. Doch. Kohle. Die müssten fertig werden und dann kannst du da nach und nach alles abreißen. Und du kannst da die Holzproduktion wieder abreißen. Das Sägewerk ist eh nicht besetzt, weil du nur zwei Sägeleute hast. Ja gut, das stimmt. Was ich sagen wollte, das Forsthaus ist immer noch im Bau. Wir haben Gold und produziert nicht mehr. Wir haben Eisen und wird nicht mehr produziert. Aber wir haben noch Kohle und das wird noch zuhauf produziert. Und zwar überall, wo irgendwas produziert werden kann, wird Kohle produziert. Außer einmal, oder was? Nein, Gold hast du auch. Stimmt. Gold ist komplett weg. Und Eisen ist komplett weg. Also es ist Das alles. ist gut, dass wir noch Kohle haben, ganz ehrlich. Ja, weil Kohle, ich glaube, das ist genauso abgemessen, dass es genau auf den Cent reicht. Ja, aber da muss man das auch wirklich genauso Da hinkriegen. muss man das auch ein bisschen. Wut! Wow. Wut! Mach mal kurz die Einstellung runter. Also warte, was ist das? Landesgrenze runter? Außen. Komplett außen? Ja. Sobald die rausgegangen sind, musst du es wieder hochsetzen. Jetzt. Damit, Die checken das nämlich erst, wenn sie im Lagerhaus sind. Und ich hoffe, bis dahin sind schon andere losgelaufen, dass die Plätze schon besetzt sind. ich hoffe, bis dahin kommt nicht rot.
Ja, ich hätte jetzt auch nicht alle rausgeschickt, aber naja, gut. Naja, das ist ein General drin. Rot hat man noch schlecht. Ey, als wenn der das riechen kann, ne? Da kommt ein General an! Scheiße. Von ihm. Ja! Da ne hinter dem anderen Schwächling. Da. Ja. Geh doch noch zwischendurch wieder rein, General. Oh Ja, die nein! behalten wir trotzdem. Also die erobern wir uns Ja, erneut. na Auch wenn sicher. natürlich ein General jetzt stirbt, wahrscheinlich. Wieso? Ich hab noch. Nee, ich hab noch dran gedacht. Nee, nicht alle ein. Nee, also nicht. Sind da jetzt Schwächlinge drin in der Festung?